Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part vom MMM-Projekt. Ja, ich habe ja lange nicht mehr das Feld gemacht, aber ich habe es auch diesmal nicht vor, denn wir haben jetzt einen kleinen Plan. Die GUI ist übrigens ausgeblendet gewesen für den Anfang. Ich sehe was das Jörg geschrieben hat. Und ja, ich habe noch ein anderes Bücherregal, was ich gerade im Inventar hatte, was ich noch schnell gecraftet habe oder reingepackt. In den Raum halt. Und jetzt nehme ich ein bisschen Dreck mit. Haben wir die Kiste eigentlich im Part gemacht oder danach? Im Part, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, falls nicht, oder falls ich, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall Kisten mehr. Also, wir brauchen noch Leitern, viele. Ich weiß gerade gar nicht, was wir machen wollten. Ach doch, weiß ich. Ja, warte, dann sortiere ich nochmal kurz aus. Brauchst du da für mich, oder? Wie? Brauchst du mich dafür, oder nicht so? Für was? Ja, für das, was wir gerade vorhaben. Wenn du nicht mitmachen willst, ich dachte, du willst mitmachen. Ich weiß nicht, brauchst du dafür einen zweiten Mann, sonst würde ich gerne was Sinnvolles machen. Ja, okay, dann ciao. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich Sinnvolles machen könnte, aber... Aber ich pack mal kurz meine Diamantsachen hier rein, ne? Weil doch, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte das Haus nochmal verändern. Wenn du eine Spitzhacke, ich mach mir einfach schnell eine. Kostet ja nichts. Ach, ich habe es viel genommen, egal. Ich brauch gleich unbedingt mal Eisenwerkzeuge. Ich habe mir auch schon eine von allen einzeln gemacht, außer von der Haube, weil die lohnt sich einfach kein Stück. Ja doch, die lohnt sich eigentlich schon. Da würde ich mir direkt eine Diamanthaube machen. Erstmal gegeneinander laufen. Dann gucken wir mal, wie der Nether in HD aussieht. Ich mach das mal. Ich habe jetzt übrigens eine höhere Render Distance drin. Weil sich das kaum auf mein Spiel auswirkt. Also ich habe genauso wenig FPS wie normalerweise halt. Alter, der Nether ist übertrieben dunkel. Ja? Ja, Mann. Okay. Also, wir sind noch mal in den Nether allgemein gucken, was hier so alles ist. Ja. Okay, hier sind die anscheinend langgegangen, weil hier Fackeln sind. Wir haben gerade schon ein bisschen was noch rausgefunden über das Projekt. Es hieß ja am Anfang irgendwie, dass keine random generierten Sachen dabei sind. Und jedenfalls haben wir das so aufgefasst, ich weiß jetzt nicht, genau das war. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das so gesagt worden ist, jedenfalls hatten wir das so aufgefasst. Und dann habe ich halt nochmal nachgefragt, oder wir besser gesagt, weil wir halt auch so ein bisschen brauen wollten. Und zum Brauen braucht man ja den Nether. Und jetzt ist wohl rausgekommen, dass es eine Netherfestung zum Loch gibt und auch Spawner. Und das heißt, wir können brauen. Geil! Ich verbrenne, glaube ich. Was? Nee, ich heile schnell genug, glaube ich. Oder verbrennt man immer? Nein. Lebst du noch? Ich hätte einmal mitnehmen sollen. Oh. Hero. Ich dachte, ich brauche keine Eimer. Weil ich ja eigentlich sowieso was komplett anderes machen wollte, aber wenn ich schon im Nether bin, kann ich auch gleich mal hier was rausnehmen. Kannst du machen. Ich habe mir gleich mal zwei Iron Axes gemacht. Na, wie Kirschi. Ja, ich brauche die aber auch wirklich. Ich meine, ich arbeite auch damit. Dup-di-du. Erstmal dein ganzes verschwendetes Holz wieder daraus prokeln. Das dürfte das Haus sein. Jörg ist immer noch in der... Achso, okay. Jörg ist immer noch in der Wüste. Und baut Sand und Sandstein ab. Sorry, das wollte ich nicht. Ist eigentlich irgendwer außer uns dran? Nee, ne? Ich sehe niemanden. Schade. Ich bringe ein bisschen Glowstone Dust mit. Ich glaube, ich schlage hier Dingens mal vor, dass er mit mir aufnimmt, damit er weiß, dass ich nicht so ein Assi bin, wie er denkt. Bist du aber voll der Assi. Alter, ich habe nichts getan. Du bist schlimmer als ich. Ich wollte doch nur wissen, ob die Dinger drin sind und dass ich es ein bisschen doof fand, dass Creeper Schäden machen. Weil ich mag nun mal, was wir gebaut haben und hasse es, wenn wir Creeper da Ohr machen. Das mag ich nun mal nicht. Sorry, dass ich lebe halt. Ich glaube, ich mache den Plan anders. Ich glaube, ich muss das sowieso auf dem Rückweg machen. Ich mache es einfach auf dem Rückweg. Aber jetzt mache ich erstmal ein bisschen Netherzeug abbauen. Weil mit Eisenwerkzeug ist das schon extrem schwer. Ist das mit Stein eigentlich auch schon so schnell? Geht so. Weil hier muss man ja nur eine Sekunde, also einmal schlagen, dann ist der Block schon abgebaut. Ja, das ist Netherstein. Das ist, der ist nicht stabil. Ja, das ist auch bei Soul Sand. Ja, die Sachen im Nether sind, glaube ich, allgemein nicht so stabil. Weiß ich aber leider nicht genau. Ich wollte mir Holzsachen holen. Wie viel Sourcehand brauchen wir etwa? Für was? Eine Netherfarm? Nee, allgemein.
Gar nichts eigentlich. Doch, für, also wir brauchen auf jeden Fall für eine Farm. Man kann nur eine Farm und einen Friedhof damit bauen. Ja, ein Friedhof. Naja, weil man den so schön für die Gräber nehmen kann. Bei mir sind das atmende Steine. Ja. Seelensand halt. Ich hab keine Kohle mit. In Nether gibt's nichts irgendwie Kohlemäßiges, oder? Nein. Netherquarz gibt's, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Mit dem kann man irgendwie irgendwelche Sachen machen. So ja, ich glaube auch. Beacons und sowas. Dann nimm davon bitte mal was mit, wir brauchen Beacon. Ich hatte schon lange. Lava aus dem Eimer im Ofen? Was? I don't know Lava what you mean. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade keine Fackeln mehr. Ich hätte besser in den Nether gehen sollen. Also, mit also wir haben noch 64er Stack Fackeln drin. Du musst pennen kommen. Jörg, kannst du pennen gehen? Nee, ne? Du weißt schon, dass ich jetzt unter der Map bin. Wie jetzt? Ich bin doch im Nether. Ja. Und wenn ich rausgehe, bin ich doch nicht bei uns zu Hause, sondern unter Ach, der Map. Ach ja. Stimmt, ja. Dann geh bei denen schlafen. Fettisch. Ah, Jörg, du kannst nicht schlafen gehen, ne? Hast du ein Problem, wenn ich die... Okay, schade. Wenn ich die Pfingstrosen komplett am Haus lang ziehe? Ja, ne? Eigentlich komplett. Was? Eigentlich komplett. Schade. Was sind Pfingstrosen nochmal? Pfingstrosen sind die pinken. Lila, ne? Ja, keine Ahnung, ich finde allgemein diese ganzen Blumen nicht so schön. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich bin Gärtner, ich muss das machen. Was hauptberuflich. Na, 17 Fackeln geht schon mal. Besser als nichts, sage ich mal. Ich habe noch einen 64er Stack, ich baue jetzt unsere Stadt auch mal ein bisschen beleuchtet. Zur Laternen und so. Wolltest du das nicht schon mal machen? Ja, letzten Part. Als dann der Part zu Ende war. Ja, ein bisschen Gold mit, ein bisschen Farm kann man hier. Server leckt gerade. Bei mir geht. Boah. Ich hoffe, jetzt kommt kein Creeper. Ich hoffe, nicht sterbe ich jetzt nicht. Okay. Das sieht jetzt nicht furchtbar gut aus, ich weiß. Bring da bitte ein paar Glowstones mit. Wow. Ich habe 29 Glowstone Dust. Gut. Das war alles, was es da gab momentan. Geh nochmal mit Mehrzeug rein. Bist du jetzt schon wieder an der Oberfläche? Nein, ich habe gerade noch aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Alter, der Server leckt gerade so extrem, dass ich nicht mal den Block unter mir abbauen kann. Ja, ich wurde wieder hochteleportiert, deswegen gleich tot. Bin fast wegen dem Schatzleck gestorben. Oh, hier ist noch Eisen. Ich glaube, das ist allzu hoch. Alter, wie viele Zombies kommen denn hier bitte? Ich muss ja wieder leveln. Eigentlich müsste ich mich froh darüber sein. Ja, das ist zu hoch. Okay. Wo ich hier Eisen nochmal hab. Ich bin gerade bei Gaming Area. Alter, wie weit bist du gelaufen? Jörg, übertreib mal nicht. Deshalb lag's wahrscheinlich ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Jörg, wie sieht's da aus? Sind die gut? Ich schreibe übrigens ziemlich vielen Dings. Wer? Skype. Wer jetzt? Schreibt jetzt. Ja, in Skype die Gruppe. Schreibt ziemlich viel. Ich höre doch nicht. Lesen. Ja, ich auch nicht, ich seh's nur. Das Haus ist doch nicht fertig, oder? War auch das. Ich würde es mir jetzt gerade eigentlich gerne angucken, aber da wir aufnehmen, geht das nicht. Schade eigentlich. Würde ich echt gern sehen. Also ich bin ja schon wohl der Dreck und ich bin gleich außerhalb des Wassers. Okay. Oh, jetzt kommt wieder eine Dingsebene, Steinebene. Ja, ich bin gleich außerhalb des Wassers, oder kommt wieder eine Steinebene. Wie weit geht das denn bitte? Okay, jetzt bin ich draußen. Fast, oder? Sieht so aus. Hier ist ein Slime in unserer Region. Ja, normal. Ich mag aber keine Slimes. Ich bin rassistisch Slimes gegenüber. Ja, genau, da direkt in diesem Creeper.
richtig fair. Warum explodiert der Wichser? Da kommt noch einer. Mein Mann. Der explodiert auch. Er hat unser halbes Lager eingerissen. Wirklich? Dumme Fotze. Sind die Dings offen? Nein. War auch auf der Seite, wo keine drin sind. Die ganzen Schleime greifen mich gerade an, sorry. Haben ein paar Schleim gedroppt, die man niemals braucht. Pistons? Farm? Nein. Heimgänge? Nein. Einfach nein. Ja, okay, sorry, dass ich lebe. Ja, ja. Alter, greifen die mich gerade an, ey. Ich hab mich ins Lagerhaus zurückgezogen. Ist ein bisschen was snacken? Hören die Creeper auf einen anzugreifen? Oh, er hat einen Dreckblock in der Hand, wenn man im Haus ist. Also wenn sie einen nicht mehr sehen können, durch eine Tür zum Beispiel. Weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Hauptsache ich bin fast tot. Ja genau, da kommen nochmal drei Zombies. Hallo, ich bin tot. Halbes Herz. Was machst du denn auch? Alter, ich hab grad versehentlich beim Essen die Tür geöffnet. Oh, da kommt einer mit einer Rüstung. Okay, ich komme nicht aus dem Wasser raus, chillig. Der Server laggt so, dass ich den Zombie nicht töten kann. Da kommt einer in Goldrüstung übrigens wieder. Alter, ich komme nicht aus dem Wasser raus, ich kann nicht rausspringen. Ich komm nicht mal an die Leiter ran. Genau, der Server laggt einfach so sehr, dass ich ihn nicht töten kann. Ich bin schon wieder fast tot, Alter. Hier sind gerade zwei Zombies in Goldrüstung einmarschiert. Böse Druckplatte, du hast mich gerade fast das Leben gekostet, du Wichser. Kommt jetzt eine Steindruckplatte hin, so. Ich bewege mich aktuell nicht, ah, das ist eine gute Idee. Man muss Leiter noch auf jeden Block jetzt setzen, oder? Oder ja, ist das schon lange. Okay. Sorry. Meine Runner, das ist aber nicht, ist aber, ach ne, doch, da hinten ist die Insel. Ich muss jetzt erstmal healen, Alter. Heiland, ey. Ich habe übrigens goldene Klamotten mit Protection 1 und Unbreaking 1-1. Von den Zombies? Von den Zombies. Und die passen besser zu mir, weil ich schwarz bin. Hallo One Game! Ich schreibe ihm mal. So. Ich glaube, die ganze Dingens kommt an, ne? Nein, wieso? War nur so, weil du gerade bist, nicht, dass wir jetzt auf einmal eine Kriegserklärung machen und dich umbringen. Ach so, oh ja, übrigens Krieg tot. Ich glaube nicht, dass du dich wehren könntest, sorry. Wieso sollte ich mich nicht wehren können? Ich traue mich gerade nicht mal aus dem Haus. Ich glaube 12, 13 oder so. Okay. Der fast so weit wie wir. Fast 5 Parts nach uns. Ich traue mich übrigens gerade nicht aus dem Haus, deshalb bleibe ich jetzt erstmal hier drin. Weil, Alter, ich glaube, ich werde mir die Dinger gleich erstmal reparieren. Da waren ein paar Spezialisten, die schon voraufgenommen haben. Warte mal. Wir nehmen auch mal vor auf, ja. Wir gerade Bock auf Aufnehmen hatten. 19 Parts. BTW. Okay, es wird hell, dann kann ich hier langsam wieder raustrauen. Nicht BTW, BZW, beziehungsweise. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Bin gleich jetzt weggelaufen, Alter. Ich habe Angst vor den Vieh. Au! Dumme Spinne! Dummer Zombie! Da steht ein kleiner Zombie im Dingensgehege.
Hat einer eine Lederrüstung an mit einem verzauberten Helm, natürlich. Den natürlich. Oh, ich krieg ihn sogar. Okay. Schauspinne. Den hier noch wegmachen. Der Helm hat Fire Protection 1. Ist aber nur aus Leder. Den wieder wegmachen. Aber nicht so gut gebaut, glaube ich. Hey, sag mal, schützen Goldsachen eigentlich besser als normale Sachen? Nee. Nee, Rüstungen sind sie genauso scheiße wie Holz. Also, sie sind, in etwa auf Lederniveau, glaube ich. Ja, aber gehen schneller kaputt. Ja. Weil ich habe natürlich keine Crafting Bench mit, das ist natürlich doof. Hä, der ist ja süß. No, du bist aber süß. Ich habe gerade fast ein Schaf getötet. Komm mal her, Creepy Line. Ja, genau, er springt sich einfach in die Luft. Irgendwas kaputt gegangen? Ja, dein halber Stall, ich baue ihn gerade wieder heile. Ah, nicht schon wieder. Doch, leider schon. Ich glaube, ich muss eine Kuhnot schlachten. Rosenblätter kann man einfach so abbauen, oder? Ich muss eine Kuhnot schlachten. Wir haben schon nur noch zwei. Wie? Wir hatten vier. Wir haben, ja genau, vier. Und eine davon steht jetzt gerade in einem Loch. Ja, wo ich sie nicht rauskrieg. Ja, du kannst doch einfach das Loch kurz anders bauen, damit sie wieder rauskommt. Also wir haben noch, wie viel haben wir noch über? Zwei. Nein, drei jetzt. Komm her, Kuh. Ja, das, ja, ist doch egal. Komm her. Komm her, ja, wein, 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 komm. Los, komm her. Komm da raus, du Wichser. Nein, nicht du auch noch, Schwein. Schwein? Okay, jetzt kann ich aber zubauen. Okay, ein Schwein ist verloren gegangen. Egal. Schweine, ja, haben wir Schweine haben genug. Oh, fuck, Alter. Das war jetzt gerade knapp. Fotzenviecher, Alter. Drück. Schaf, geh da weg. Du bist nicht Tampon, du darfst das nicht. Aber Tampon geht's gut, oder? Ja, ja, die steht ja im Lager. Ja, du hast das gesagt, das Lager wurde auch halt weggesprengt. Ich wollte so einen kleinen Seerosenweg hin, aber halt nicht so einen extrem großen. Und ich glaube, ein bisschen Holz von denen. Und ein Bücherregal ist leider kaputt gegangen. Wie? Ein Bücherregal ist zerstört worden. Aber die Bücher sind noch da, oder? Ja, ja, die Bücher habe ich schon eingesammelt. Siehst du, jetzt weißt du, warum ich die Mobschäden nicht mag. Ja, vor allem, weil man so wichtige Sachen dann auch noch hat, die kaputt gehen. Schön ist es, wenn du dein Schwert irgendwo hinwirfst und dann zerstört ein Creeper das, wenn es voll verzaubert ist. Weißt du, so aus Schreck weggeworfen, dann zerstört ein Creeper das einfach so, bam! Und dann denkst du so, nöö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 . Und du weißt niemand von denen, dass sie gerade auf deren Insel bin. Was? Und du weißt niemand von denen, dass ich gerade auf deren Insel bin und da Bäume klaue. Soll ich auch mal kurz kommen? Kannst gerne machen. Ich mach's einfach nur, weil es lustig ist. Kannst du mir, Alter, der halbe Baum ist wieder da. Es hat kannst du Schilder mitbringen? Todes geleckt. Schilder, ja. Wie viele? Am besten 4, 5 oder so. Jo, mach ich. Okay, ich glaube, Tampon geht's nicht gut. Wieso? Weiß nicht. Hast du es getötet? Es ist weg. Wie kann Tampon weg sein? Kann sein, dass es weggelaufen ist. Wann? Als die Explosion war. Kannst du Tampon einfach sterben lassen? Es ist weggelaufen. Ich war das nicht. Alter, was ist denn los? Ich komm nicht auf das verdammte Seerosenblatt drauf. Nicht lustig. Moment mal. Der ganze... Moment, hä? Doch gerade den Baum hier gefällt. Oder hab ich... Nee, ich hab den da vorne gefällt. So, auf das bin ich raufgekommen, okay. Gut, jetzt lege ich noch alles ab, was ich dabei habe. Alter! Ich springe auf Seerosenblatt drauf und plötzlich bin ich wieder... Ganz woanders? Ja, kenne ich. Hauptsache erstmal sau viel Zeug dabei, ey. Todes der unnötigst. So, Silber nehme ich mal mit. Stufen können weg. Jetzt soll ich schon das einfach hin. Die kommt. Nein, doch Pressure Plate kann auch rein. Der Scheiß. Ja, oder ich springe auf dem Seerosenblatt drauf und dann immer wenn ich da rausspringe, lande ich woanders. Geil. Einfach geil. So, warte mal, Wolle, die kommt in eine Wollekiste.
Lass dich nicht erwischen, bis ich da bin, okay? Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Mein Part ist vorbei, aber ich nehme noch ein bisschen länger auf. Ja, ich auch. Das da rein, das da rein. Das war, ich brauche eigentlich gar keinen Holz davon. Ach doch, ein bisschen Holz wollte ich mitnehmen. Nehmen wir da einfach mal den Stack damit. Pflanzen. Ja, Leute, ich hoffe, dann hat euch der Part gefallen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüssili. Jo, bis dann, Leute. Ciao. Und damit, warte.